Lieber Herr Budde, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung zur Katholischen Akademie. In einem gewissen Sinne ist es jetzt meine Katholische Akademie geworden, wenngleich ich mich erschrecke davor, wenn ich irgendwo hinkomme und sehe von mir ein Porträt, weil mein erster Gedanke ist, ich lebe ja eigentlich noch. Als ich im vergangenen Jahr im Dezember in Katowice bei der internationalen Klimakonferenz teilgenommen habe, da wurde ich immer von Vertretern der Medien, aber auch von den Politikern so ein bisschen bedauernd betrachtet. Und man hat mir immer gesagt, in Frankreich gibt es die Gelbwestenbewegung und die Gelbwestenbewegung sei ja nun wohl der Sargnagel für die internationale Klimapolitik und auch für die nationale Klimapolitik. Denn wir könnten uns es doch nicht erlauben, dass in den westlichen Demokratien der Rechtspopulismus weiter zunehme und deswegen müsse man mit den klimapolitischen Forderungen maßvoll sein oder vielleicht sogar die klimapolitischen Forderungen weit hintanstellen. Als ich dann im Januar am Beginn dieses Jahres mit Politikern gesprochen habe, wie denn in Deutschland der Klimawandel und die Klimapolitik weitergehen soll, da war irgendwie die Aussicht, dass der Klimawandel und die Klimapolitik je wieder auf die politische Agenda zurückkehren könnte, eigentlich gleich null. Dann kam Fridays for Future und plötzlich wurden in den Zentralen der Parteien die Strategen hellwach. Und siehe da, durch Fridays for Future wurde die Klimapolitik und der Klimawandel plötzlich auf Platz 1 der politischen Agenda. Das ist Ihr Verdienst, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ohne Sie wäre das nicht geschehen und Sie haben ein ganz eigentümliches Verdienst. Erstens, im Gegensatz zu vielen Protestbewegungen ist es Ihnen gelungen, den Klimawandel in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Wir brauchen keine Radikalisierung, denn diejenigen, die davon überzeugt sind, sind ja schon davon überzeugt. Man muss die Katholischen nicht nochmal taufen. Es geht darum, dass man in die Mitte der Gesellschaft kommt, dass man zu denen spricht, die den Klimawandel bislang für eine Spinnerei gehalten haben. Und Sie dürfen sicher sein, dass viele Menschen auch in der Mitte der Parteien, in der Mitte der SPD, in der Mitte der CDU immer noch den Klimawandel für etwas halten, was am Ende des Tages nicht mehr und nicht weniger ist als eine grüne Spinnerei. Also Sie haben den Klimawandel in die Mitte der Gesellschaft getragen und ich möchte Sie ermuntern, tragen Sie ihn weiter in die Mitte der Gesellschaft. Wir müssen die Mitte der Gesellschaft mitnehmen, wenn wir zu einem effektiven Klimaschutz kommen wollen. Das Zweite, was ich in Ihrer Bewegung so herausragend finde, Sie haben von allem Anfang an den Ehrgeiz gehabt, Ihre Forderungen auf die Wissenschaft zu gründen. Das unterscheidet Sie von vielen Politikern. Als im März diesen Jahres Greta Thunberg das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung besucht hat, war es uns sehr wichtig, dass wir daraus kein Medienereignis machen, sondern wir hatten Greta Thunberg angeboten, 3 Stunden über die wissenschaftlichen Fakten, über die wissenschaftlichen Einsichten zu den Ursachen, Folgen und zu den Lösungsstrategien zu sprechen. Und ich war sehr beeindruckt, dass Greta Thunberg zum Beispiel die 3 Hauptsätze Thermodynamik, den Treibhauseffekt ohne Schwierigkeiten darlegen konnte. Ich erspare es mir, im Deutschen Bundestag eine Umfrage zu machen, wie viele Abgeordnete die 3 Hauptsätze der Thermodynamik beherrschen und wie viele in der Lage sind, den Treibhauseffekt fehlerfrei darzustellen. Das sage ich nicht, weil ich in die Politikerschelte einstimmen will. Ich rede viel mit Politikern und ich habe großen Respekt vor Politikern. Aber was ich nicht mag, ist, wenn unbezweifelbare Fakten der politischen Verhandlung einhergestellt werden. Das geht nicht. Und Sie von Fridays for Future haben von Anfang an gesagt, wir wollen sowohl in der Analyse
in dem, was wir fordern, auf die Wissenschaft hören und mit der Wissenschaft einen Dialog auf Augenhöhe führen. Bislang ist es uns in der Wissenschaft nicht gelungen, mit den Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft auf Augenhöhe zu kommunizieren. Dass das jetzt möglich wird, dass man auf die Wissenschaft hört, dass man sich die Frage stellt, auch wir Wissenschaftler, wie können wir besser kommunizieren und wie kann die Politik eigentlich die Forderungen, die wir haben, aufnehmen, das ist eine der ganz großen Errungenschaften und daran müssen wir in den nächsten Monaten arbeiten. Was ich Ihnen jetzt kurz präsentieren will, sind einige Fakten, die auf eines hinauslaufen. Ich werde Ihnen einiges Deprimierendes sagen, aber Sie sollen auf eines hinauslaufen. Ich möchte Ihnen vermitteln und zeigen, dass wir im Augenblick in Deutschland vor ganz großen politischen Entscheidungen stehen. Am 20. September wird das Klimakabinett ein Paket beschließen. Und ich möchte Ihnen in diesem Vortrag darstellen, dass in diesem Klimapaket eine Forderung von überragender Bedeutung ist, nämlich die Reform der CO2-Bepreisung. Das klingt so technisch, aber am Ende des Tages heißt das nicht mehr und nicht weniger als eine Reform unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Und ich glaube, was wir verstehen und begreifen müssen, ist, der Klimawandel ist kein Umweltproblem. Der saure Regen war ein Umweltproblem. Die lokale Luftverschmutzung ist ein Umweltproblem. Aber der Klimawandel hat die Fähigkeit, die Grundlagen unserer Zivilisation zu zerstören. Es geht um die Zukunft der Erde und es geht am Ende um die Frage, ob wir als Menschheit in der Lage sind, treuhänderisch mit dem umzugehen, was uns anvertraut ist, oder ob wir von der Substanz leben und am Ende des Tages die Grundlagen unserer Zivilisation zerstören. Das ist kein Umweltproblem, das ist eine Herausforderung für die gesamte Menschheit, das ist eine Frage der Moderne, das ist eine Frage, wie wir als Menschen auf dem Planeten in Zukunft leben wollen. Ach so, das ist der Werbeblock. Das gestatten Sie mir vielleicht ganz kurz. Dieses Buch ist jetzt in der zweiten Auflage erschienen. Wenn Sie meine Thesen nachlesen wollen, können Sie das in diesem Buch tun. Das hat 144 Seiten, man kann es in 3 Stunden lesen. Das war aber jetzt auch dann der Werbeblock und jetzt kommen wir zu den Fakten. Es gehört aus meiner Sicht zu den fundamentalen Grundeinsichten, dass Sie sich das klar machen. Wir befinden uns nach wie vor in einer Phase, trotz Fridays for Future, trotz der Klimakonferenzen, trotz der Einsichten der Klimawissenschaft, die Emissionen, sie steigen, steigen und steigen. Es ist uns noch nicht gelungen, die Emissionen zu stabilisieren, geschweige denn die Emissionen abzusenken. Womit hängt das zusammen? Das hängt vor allem damit zusammen, dass wir uns im globalen Maßstab immer noch in der größten Kohlerenaissance der Industriegeschichte befinden. Und deswegen glaube ich, dass in den nächsten 5 Jahren die internationale Kohlefrage von überragender Bedeutung ist. Wenn wir diese Frage nicht lösen im globalen Maßstab, dann werden wir die Klimaziele des Paris-Abkommens nicht erreichen und dann werden wir uns mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie eine Menschheit mit dem gefährlichen Klimawandel leben muss und leben kann. Ich will Ihnen sozusagen nur noch einmal hier vor Augen führen, damit Sie das mal sehen. Das hier sind die Emissionen aus der Nutzung der Kohle. Und Sie sehen, dass in den 2000er Jahren die Kohleemissionen erst richtig zugelegt haben, zu einem Zeitpunkt, als die großen internationalen Energieagenturen schon der Auffassung waren, die Kohle hätte die besten Tage hinter sich. In Tat und Wahrheit hatte die Kohle da erst noch die besten Tage vor sich. Das sehen Sie also hier im globalen Maßstab und auch wenn also hier eine gewisse Abschwächung eintritt, wir sehen jetzt schon, dass in vielen Ländern Asiens die Kohlenutzung wieder zunimmt und das ist nicht nur China und Indien, das werde ich Ihnen in ein paar Minuten zeigen. Jetzt stellt sich die Frage, die Emissionen steigen und diese steigenden Emissionen treiben uns auf einen Pfad, der uns am Ende des Jahrhunderts 4 bis 5 Grad Anstieg der globalen Mitteltemperatur bescheren wird. 4 bis 5 Grad. Dieser Temperaturanstieg ist in den letzten 15.000 Jahren ohne historisches Vorbild. Wir haben nicht mehr eine Ahnung,
was es bedeutet, in einer 4- oder 5-Grad-Welt zu leben. Wir steuern den Planeten in einen Zustand, in dem wir nicht mehr wissen, wie das Erdsystem als Ganzes und seine Komponenten funktionieren werden. Und ich möchte das ganz kurz mal durchgehen, damit Sie noch mal ein Gefühl dafür kriegen, was wir eigentlich alles aufs Spiel setzen. Das sind zunächst mal die einzigartigen Ökosysteme. Bei einem Anstieg der globalen Mitteltemperatur von 1 Grad werden die Korallenriffe auf dem Planeten völlig verschwinden. Die Korallenriffe verschwinden, die Ozeane werden saurer. Und das heißt auch, dass die marinen Ökosysteme in ihrer Funktionsfähigkeit fundamental zerstört werden. Und wenn Sie sich etwa vorstellen, dass wir im Verlaufe des Jahrhunderts 11 Milliarden Menschen, 10 Milliarden Menschen, 9 Milliarden Menschen ernähren wollen, sind viele der Auffassung, dass die Ernährungsgrundlage nicht mehr allein auf dem Land gefunden werden kann, sondern wir auch den Ozean und die marinen Ökosysteme benötigen. Aber diese marinen Ökosysteme werden in ihrer Funktionsfähigkeit grundlegend zerstört. Die Zunahme der Extremwetterereignisse, Dürren und Überschwemmungen. Die beiden letzten Hitzesommer haben uns immerhin in Deutschland eine gewisse Ahnung davon vermittelt, was Dürren und Überschwemmungen bedeuten könnten. Das ist aber alles nur ein kühler Tau gegen das, was bereits heute schon in der südlichen Hemisphäre gang und gäbe ist. Der Klimawandel verschärft die Ungleichheit zwischen Ländern, die Einkommensungleichheit und die Vermögensungleichheit. Er ist nicht allein dafür verantwortlich, dass es Ungleichheit gibt, aber er verschärft die Ungleichheit. Wir stellen fest, dass in großen Teilen der Welt die Agrarproduktivität, die Arbeitsproduktivität einbricht. Und dann werden wir vor die Herausforderung gestellt, dass beim Anstieg der globalen Mitteltemperatur um 4 oder 5 Grad die sogenannten großkaligen Tipping Points im Erdsystem sich verändern werden. Ich nehme einen, den Amazonas. Wenn die globale Mitteltemperatur um 4 oder 5 Grad steigt, wird der Amazonas von einer Netto-Senke für CO2 zu einer Netto-Quelle. Und wenn Sie sich das mal vorstellen, was wir da anrichten mit dem Amazonas, der nicht nur das größte Reservoir für Biodiversität ist, es ist auch die Apotheke der Welt und zugleich auch einer der größten Kohlenstoffspeicher. Wenn dieses Ökosystem kollabiert, dann wird auch der Treibhauseffekt zunehmen und durch die Feedbackschleifen sogar dramatisch zunehmen. Und das stellen Sie fest, wenn die globale Mitteltemperatur steigt, kommt man zusehends in den roten Bereich. Der Amazonas wird nicht bei einem Anstieg von der globalen Mitteltemperatur von 1 Grad zu einer Nettoquelle, aber bei 4, 5 Grad ist das Risiko hoch, sogar bedeutsam hoch. Deswegen haben die Klimawissenschaftler gesagt, im Paris-Abkommen, wir müssen den Anstieg der globalen Mitteltemperatur auf unter 2 Grad begrenzen. Idealerweise wären 1,5. 1,5 Grad, möchte ich auch sagen, ist wahrscheinlich schon zu ehrgeizig, weil wir 1,5 Grad fast schon erreicht haben. 2 Grad, unter 2 Grad, das ist schon bereits ein ziemlich ehrgeiziges Ziel. Das überspringe ich jetzt. Was bedeutet 1,5 und 2 Grad? Unter 2 Grad Stabilisierung bedeutet, dass wir nur noch eine begrenzte Menge an CO2 in der Atmosphäre ablagern dürfen. Jetzt muss ich Sie bitten, sich mal ganz kurz vorzustellen oder die Atmosphäre zu vergleichen mit einer Badewanne. Das ist eine Badewanne, die hat einen Zulauf, aber keinen Ablauf. Warum? Weil das wichtigste Treibhausgas CO2 eine sehr lange Lebensdauer hat. Und diese Badewanne, die hat einen Zulauf, den Wasserzulauf. Das sind die Emissionen, die jährlich in diese Badewanne einfließen. Und weil sie keinen Ablauf hat, steigt der Wasserpegel ständig. In der Atmosphäre heißt es, die kumulative Menge an CO2 nimmt ständig zu. Und diesen Wasserpegel, das nennen wir in der Klimawissenschaft die CO2-Konzentration. Und jetzt ist doch eigentlich ziemlich logisch, wenn die Badewanne keinen Ablauf hat, und wenn die Emissionen einen jährlichen Zulauf haben, dass es nur die Frage ist, wann wir irgendwann den Badewannenzulauf auf Null stellen, wenn wir den Pegel stabilisieren wollen. Und jetzt kann man darüber streiten, wo der Pegel stabilisiert werden kann. Etwa in der Mitte der Badewanne oder wenn die Badewanne kurz vorm Überlauf ist. Wir reden heute davon, dass wir die Badewanne nicht überlaufen lassen wollen. Darum geht es in der Klimapolitik. Und deswegen muss irgendwann, egal ob wir 1,5 Grad oder 2 Grad erreichen, der Zufluss an Emissionen null werden.
Wir brauchen einen Zufluss von Null. Das heißt, irgendwann müssen die Emissionen Null werden. Und wenn wir ein 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, müssen die Emissionen 2050 Null werden. Und wenn wir uns ein bisschen mehr Zeit geben, vielleicht 10 Jahre, 15 Jahre später. Aber am Ende des Tages geht es nur um eines, dass die Emissionen, der Zulauf in die Badewanne Null wird. Und das ist etwas, was so unendlich schwer zu kommunizieren ist. Denn wenn die Politiker, die schauen immer auf den Zulauf, und wenn der Zulauf ein bisschen geringer wird, dann sagen sie, wow, wir haben einen großen Erfolg erreicht, unsere Emissionen, der Zulauf ist gering, aber das ist völlig irrelevant. Natürlich ist es schön, wenn der Zulauf geringer wird, aber wenn die Badewanne schon ziemlich voll ist und wir nicht den Nullzulauf erreichen, wenn wir nicht sozusagen den Zulauf abstellen, dann wird irgendwann die Badewanne überlaufen. Das ist die Herausforderung der Klimapolitik. Und wir sind in der Lage, klar zu machen, dass die Grenze, das, was in der Atmosphäre noch abgelagert werden darf, liegt ungefähr zwischen 800 und 1000 Gigatonnen CO2. Und es ist eine Debatte, wo nun jetzt genau dieser Wasserspiegel liegt. Das können wir alles der Klimawissenschaft und der Klimaökonomie im Detail überlassen. Aber das ist ungefähr die Größenordnung. Und jetzt können Sie fragen, ja, was bedeutet das denn, wenn wir nur noch 800 bis 1000 Gigatonnen, am besten 800 Gigatonnen in der Atmosphäre ablagern dürfen? Da bitte ich Sie zunächst mal nochmal auf die zweite Kugel zu schauen. Das sind nämlich die fossilen Energieträger, die im Boden lagern. Das sind 15.000 Gigatonnen CO2. 15.000 Gigatonnen CO2 in Form von Kohle, Öl und Gas. Gemessen an der begrenzten Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre haben wir im 21. Jahrhundert keine Knappheit der fossilen Energieträger, sondern ein Überangebot an den fossilen Energieträgern, ein Überangebot fossiler Energieträger. Jetzt machen Sie mal ein Gedankenexperiment. Stellen Sie sich mal vor, die Welt wäre genau umgekehrt. Wir dürften 15.000 Gigatonnen in der Atmosphäre ablagern und wir hätten noch 800 Gigatonnen im Boden. Wie würde da die Welt ausschauen? Stellen Sie sich mal vor, Sie wären Wirtschaftsminister. Stellen Sie sich vor, Sie wären Herr Altmaier. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie müssten jetzt im Bundestag eine Rede halten in so einer Welt. Wie würde Ihre Rede lauten? Was würden Sie den Leuten sagen im Bundestag? Ich sage es Ihnen. Sie würden sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, in den nächsten 10 Jahren werden die Ressourcenpreise auf dem gesamten Planeten für Kohle, Öl und Gas dramatisch steigen. Es ist ein Imperativ der deutschen Wettbewerbsfähigkeit, dass wir die erneuerbaren Energien ausbauen, die Energieeffizienz erhöhen und dass wir unseren energieintensiven Lebensstil überdenken. Eine Nation, eine Volkswirtschaft, die das nicht zustande bringt, wird in ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit dramatisch zurückfallen. Überwältigender Applaus im Deutschen Bundestag. Mit anderen Worten, wenn die Welt genau umgekehrt wäre, dann säßen wir heute Nachmittag nicht hier. Und die internationalen Ressourcenmärkte würden uns auf den Pfad der klimapolitischen Tugend zwingen, ohne dass wir es merken würden. Wir würden mit Energie effizienter umgehen und wir müssten mit Energie effizienter umgehen. Aber so ist die Welt nicht. Wir leben jetzt in einer Welt, in der wir vor einem Überangebot der fossilen Energieträger stehen und wo wir eine knappe Atmosphäre haben. Das Problem an dieser Atmosphäre ist aber, dass heute die Atmosphäre eine wilde Deponie ist. In dieser Atmosphäre darf jeder nach Gutdünken ablagern. Und je reicher jemand ist, je mehr fossile Energieträger er verbraucht, umso mehr kann er ablagern. Mit anderen Worten, wir nutzen die Atmosphäre schlicht und einfach nach dem Grundsatz des Rechts des Stärkeren. Das ist das, was wir machen. Was wir aber tun müssten, ist, dass wir aus dieser wilden Deponie eine Nutzungsrechte definieren, dass wir das nicht als eine wilde Deponie begreifen, sondern als ein globales Gemeinschaftseigentum der Menschheit. Und das ist der Kernsatz in der Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus, Nummer 23. Dort heißt es, das Klimasystem ist ein globales Gemeinschaftseigentum der Menschheit. Und das ist die ethische, die globale Herausforderung, vor der wir stehen. Nicht die Ressourcenmärkte, nicht die Mechanik der Wirtschaft, nicht die Knappheit der Natur, sondern die ethische Einsicht ist es,
die uns zu einem treuhänderischen Umgang mit dem globalen Gemeinschaftseigentum der Menschheit verpflichtet. Und das heißt mit anderen Worten, es ist nicht der Zwang, weder der ökonomische Zwang, noch der politische Zwang, noch der Zwang der Natur, sondern wir müssen es aus freier Einsicht tun. Und das ist die große Aufgabe, aus freier Einsicht ein internationales Abkommen zustande zu bringen, das fair ist, das gerecht ist und das effizient ist. Das ist die entscheidende Aufgabe. Und deswegen ist es so schwer und deswegen halten die Wirtschaftsminister auf dem Planeten eben nicht solche Reden, wie ich sie Ihnen gerade vorgetragen habe. Jetzt halten die Wirtschaftsminister andere Reden, die sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Klimaschutz ist wichtig, aber es ist nicht unser einziges Ziel. Wenn wir Klimaschutz betreiben und nur wir allein, verlieren wir an Wettbewerbsfähigkeit. Dann bedrohen wir deutsche Arbeitsplätze. Das kann in niemandes Interesse sein. Deswegen Klimaschutz mit Maß und Ziel, was im Klartext heißt, kein Klimaschutz. Richtig daran ist, es muss die Menschheit als Ganzes machen. Alle müssen mitmachen. Und wir müssen ein internationales Abkommen zustande bringen, in dem sich dann Staaten nicht mehr als Trittbrettfahrer verhalten. In Zeiten von Donald Trump, der neuen brasilianischen Regierung, ist das zugegebenermaßen ungeheuer schwer. Der Multilateralismus ist bedroht. Globale Solidarität hat im Augenblick keine Hochkonjunktur in den internationalen Verhandlungen. Und trotzdem ist es eine der zentralen Aufgaben unseres Landes, es ist eine der zentralen Aufgaben der Kirchen, den Multilateralismus, die Einsicht in die globale Solidarität stark zu machen. Wie ein solches Abkommen jetzt zustande kommt und was man da tun muss, um ein solches Abkommen zu entwerfen, ist eine interessante und schwierige Aufgabe. Aber ich will Ihnen sozusagen eine grundlegende Komponente jetzt vermitteln, was wir tun müssen. Und ich will Ihnen damit vermitteln, warum das eine fundamentale, grundlegende Reform unseres Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells verlangt. Was müssen wir tun? Es gibt Leute, die sagen, naja, diese internationalen Klimaverhandlungen, diese Klimadiplomatie, so furchtbar langatmig. Gibt es nicht einen besseren Weg? Könnten wir uns nicht darauf verlassen, dass vielleicht der technische Fortschritt für uns das Problem doch irgendwie löst? Die Kosten für die Erneuerbaren sind doch so dramatisch gesunken, für Photovoltaik und für Wind. Könnte es nicht sein, dass der technische Fortschritt das Problem für uns doch löst und wären wir denn dann doch besser dran, wenn wir die Klimapolitik oder den Klimaschutz in die Hände deutscher Ingenieure legen, als in die Hände von internationalen Klimadiplomaten? Lassen wir uns mal für einen Augenblick auf dieses Gedankenexperiment ein. Stellen Sie sich vor, wir würden morgen früh aufwachen und wir würden feststellen, dass Photovoltaik und Wind so billig ist, dass niemand mehr einen Anreiz hätte, Kohle aus dem Boden zu holen. Dann wäre das Problem in der Tat gelöst. Die Schwierigkeit ist nur, wenn dieser Prozess, dass die Kosten für die Erneuerbaren sinken, Zeit braucht. Was passiert dann in der Zwischenzeit? Wir bauen die Erneuerbaren aus, was zum Beispiel China tut und Deutschland. Aber weil wir mehr Erneuerbare ausbauen, fragen wir auch weniger fossile Energieträger nach, deren Preise sinken und an anderen Stellen, an anderen Sektoren, in anderen Ländern werden vermehrt fossile Energieträger nachgefragt. Das ist genau das, was im Augenblick in der Weltwirtschaft passiert. Wir fördern die Erneuerbaren, wir bauen die Erneuerbaren aus. China ist der größte Markt für die Erneuerbaren und zugleich auch der größte Investor in die Kohle. Und wir sollten nicht mit dem Finger auf Polen zeigen. Deutschland hat seit 2011 10 neue Kohlekraftwerke gebaut. Deutschland hängt von der Kohle ab. Wir sind auch ein Land der Erneuerbaren, aber wir sind auch ein Kohleland und wir haben doppelt so viel Emissionen aus der Kohle wie Polen. Wer auf Polen zeigt, soll sich mit dem deutschen Kohleausstieg beschäftigen. Weil in der Badewanne
nur noch eine begrenzte Menge an CO2 hat, ist es also schon sehr wichtig, wie lange noch der Zulauf offen ist. Und das heißt mit anderen Worten, Zeit spielt eine überragende Rolle. Und weil die Zeit eine überragende Rolle spielt, können wir nicht warten, bis die Kosten für Photovoltaik und für Wind so billig sind, dass niemand mehr auf dem Planeten einen Anreiz hat, Kohle, Öl und Gas aus dem Boden zu holen. Und deswegen ist aus meiner Sicht eine fundamentale Kernforderung, dass wir CO2 einen Preis geben müssen. Was macht ein Preis für CO2? Ein Preis für CO2 macht die CO2-freien Alternativen rentabel. Das würden aber auch die Subventionen machen. Aber ein CO2-Preis bestraft die Nutzung der fossilen Energieträger entsprechend ihres Kohlenstoffgehalts. Entsprechend ihres Kohlenstoffgehalts. Kohle mehr als Gas und Gas mehr als Öl. Das heißt also mit anderen Worten, der Weg, mehr Erneuerbare zu nutzen und zugleich mehr fossile Energieträger, ist uns versperrt. Und genau das sollte ja passieren. Er sollte uns versperrt sein. Und dieser CO2-Preis muss steigen, weil er muss eine Knappheit zum Ausdruck bringen, nämlich die Knappheit des begrenzten Deponieraums der Atmosphäre. Und das Dritte, was ein CO2-Preis leistet, ist, ein CO2-Preis generiert Einnahmen, und mit diesen Einnahmen kann man diejenigen entlasten, die überproportional von einer CO2-Bepreisung betroffen wären. Und es ist ja so, dass einkommensschwache Haushalte in der Tat überproportional viel Geld ausgeben für Wärme, Strom, also für alle heute CO2-intensiven Dienstleistungen. Das ist die Kernaufgabe, die wir haben, CO2 einen Preis zu geben, damit die grundlegende und fundamentale Knappheit der Atmosphäre bei den Investitionsentscheidungen, bei den Konsumentscheidungen eine Rolle spielt. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, naja, dieser CO2-Preis, so eine typische Ökonomenforderung, so eine Forderung aus dem akademischen Elfenbeinturm, ist doch eigentlich gar nicht so wichtig. Können wir das mit Verboten machen? Mit Verboten kann man ein bisschen was machen, aber eine gesamte Volkswirtschaft so zu transformieren, dass am Ende des Tages, das heißt 2050, die Emissionen null werden, das ist fast nicht möglich. Es ist die entscheidende Aufgabe, dass wir Marktwirtschaften entwickeln, Wirtschaftsordnungen und Wirtschaftssysteme entwickeln, die grundlegende Knappheiten respektieren. Wir hatten auf diesem Planeten schon einmal ein Experiment, ein wirtschaftspolitisches Experiment, in dem eine ganze Volkswirtschaft versucht hat, fundamentale und grundlegende Knappheiten zu ignorieren. Das waren die Zentralverwaltungswirtschaften Osteuropas und der Sowjetunion. Die sind alle gescheitert. Die sind deswegen gescheitert, weil sie grundlegende Knappheit auf den Güter-, Kapital- und Arbeitsmärkten ignoriert haben. Wenn der moderne Kapitalismus nicht begreift und versteht, dass die grundlegende Knappheit des 21. Jahrhunderts die globalen Gemeinschaftsgüter sind, wird er an dieser Ignoranz zugrunde gehen. Und deswegen glaube ich, dass die Einführung einer CO2-Bepreisung ein wichtiger Startpunkt ist für die grundlegende Reform unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Warum? Ein solcher CO2-Preis würde es uns eben nicht mehr erlauben, die Atmosphäre wie eine wilde Deponie zu nutzen, sondern wir würden dann auch vor allem den ärmeren Ländern einen fairen Zugang verschaffen. Wie könnten wir das machen? Wir könnten es zum Beispiel so machen, wenn Länder wie Nigeria bereit wären, ihre CO2-Preise anzuheben und damit zum Beispiel von Kohle auf Gas überzugehen, einen Großteil der Kosten, die damit entstehen, aus dem Green Climate Fund zu finanzieren. Wir könnten einen internationalen Länderfinanzausgleich ins Werk setzen, wo diejenigen, die sich das heute noch nicht leisten können, am Klimaschutz teilnehmen können und damit sich mit uns daran beteiligen, dass in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts der gefährliche Klimawandel nicht zuschlägt. Denn eines muss uns klar sein, ein globales Nichtstun, also ein ungebremster Klimawandel, hätte für die wirtschaftliche Entwicklung eines Großteils dieses Planetens verheerende Konsequenzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, dass dieses Thema der CO2-Preisreform von einer grundlegenden Bedeutung ist. Gott sei Dank, und das ist das Großartige, wir leben in einer
in einer Debatte oder wir erleben eine Debatte, wir leben in einer Phase, ich würde fast sagen, der deutschen Geschichte, in der dieses Thema der CO2-Preisreform jetzt endlich auf der politischen Tagesordnung ganz oben steht, dank Fridays for Future. Am 20. September wird das Klimakabinett darüber entscheiden, ob Deutschland in eine ehrgeizige CO2-Preisreform einsteigt. Davor haben viele Politiker einen gewaltigen Respekt. Sie glauben nämlich, wenn sie CO2-Preise einführen, wenn sie CO2-arme Technologien, CO2-freie Technologien rentabel machen, dass sie dann nicht mehr gewählt werden. Sie glauben, dass dann der Rechtspopulismus erst richtig Fahrt gewinnt, wenn an der Tankstelle Benzin und Diesel ein paar Cent mehr kostet. Politiker haben eine panische Angst davor, dass sie von den Wählern abgestraft werden, weil sie die Grundlagen unserer Zukunft sichern. Es ist an uns, den Politikern zweierlei klar zu sagen. Wir wählen euch ab, wenn ihr unsere Zukunft verspielt. Wir werden euch wählen, wenn ihr die Grundlagen unserer Zukunft sichert. Und das ist eure verdammte Pflicht und Schuldigkeit. Herzlichen Dank.